Er ist derzeit bei den Tiroler Volksschauspielen in Felix Mitterers Stück Die wilde Frau zu erleben. Der Südtiroler Schauspieler Peter Mitterrutzner ist 76 Jahre alt, aber er ist weit davon entfernt, irgendwie alt zu sein. In unserer Serie Tiroler Leut stellen wir Ihnen Peter Mitterrutzner vor, jenen Mann, der von sich sagt, dass er sich ständig selbst besser kennenlernt. Keine Statistik zeigt, wie viele Rollen Peter Mitterrutzner in seiner langen Laufbahn als Schauspieler verkörpert hat. Es müssen unzählige sein. Ihnen allen hat er sein unverwechselbares Profil gegeben. Derzeit tut er das in Felix Mitterers Drama Die wilde Frau. Da ist er der alte Hirs, der mit Volksweisheiten das Geschehen würzt. Du halt Schaß, Maul, alter Krauterer, schon streit das Knack um. Ja, alle weiß gleich. Der schlechteste Korn hat's lauteste Schnarrn. Wie beschreibt er sich selbst als Schauspieler? Als Mensch. Nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube, in der Schauspielerei hat man die Möglichkeit, Menschen zu erleben, Menschen kennenzulernen, aber vor allem sich selber kennenzulernen und immer neu zu erleben. Das hat was mit Ehre. Ob vor der Kamera oder auf der Bühne, Peter Mitterrutzner gibt alles, wenn er spielt. Will er doch immer neue Seiten an sich selbst entdecken. So ist es ein Grenzgang für die Seele, was ihn besonders in Mitterers Drama Mein Ungeheuer herausgefordert hat. So einfach ist es. Nähe zu Felix spüre ich schon sehr, weil er ein ganz besonderer Autor ist. Also man sagt so quasi, er schaut den Leuten aufs Maul, aber es ist mehr dabei. Felix greift den Menschen in die Seele. Ein Schnaps, ein Schilfiger, Krautstapfen! Na, wer ist mal zu stinnig? Ich hatte das große Glück, da mit Julia Gschnitzer, also die Hauptrolle, also meine Frau zu haben. Die Julia Gschnitzer ist eine fantastische Schauspielerin, die genau auf der Bühne nie spielt. Die lebt und erlebt auf der Bühne und da wird man aufgesogen und mitgerissen. War wunderschön. Peter Mitterrutzner ist auf den Brettern schon viele Tode gestorben. Hat er diesen letzten Regisseur des Lebens dabei kennengelernt? Lass um Gottes Willen die Frau gehen, so steht da Unglück. Der Tod vor Augen gibt einem auch die Möglichkeit, noch mehr an das Jetzt zu denken, jetzt zu leben, das Heute zu genießen, das schöne Wetter, die Menschen, mit denen man reden kann, ja, ich zu sein, heute, jetzt und nicht morgen, übermorgen oder von der Vergangenheit leben, sondern lebe heute und du lebst glücklich. Und so lebt Peter Mitterrutzner intensiv ein glückliches Leben, getragen von seiner Schauspielkunst. In der Telfer-Ausstellung über Felix Mitterer steht auch dessen Schreibmaschine mit der Einladung, ihm einen Satz zu widmen. Aber welchen, Peter Mitterrutzner?